Weiter geht's bei Battlezone 2 auf dem Planeten Rand. Und Leute, ich habe mich nochmal schlau gemacht, was da in der letzten Mission am Ende los war. Und es ist tatsächlich so, eigentlich, so wie ich es vorhatte, hätten wir uns den Xeon angeschlossen und hätten die Kampagne auf der anderen Seite, also bei den Aliens, fortgeführt, was aber nicht ging, beziehungsweise ich wusste gar nicht, dass man auch als Menschen oder als ISDF weiterspielen kann. Jetzt ist die Frage, was wir machen. Jetzt spielen wir natürlich hier weiter auf Seiten der ISDF. Und wenn wir dann irgendwann mal durch sind, dann kommen wir vielleicht an diesen Punkt nochmal zurück, wenn ihr darauf Bock habt. So habe ich das jetzt mal vor. Also, ab ins Briefing. Major Cook, Sie haben wahrscheinlich von Manson gehört. Sie mögen froh sein, einen alten Freund lebend wiederzusehen. Aber Manson ist für uns kein Freund mehr. Wir müssen diese Situation unter Kontrolle bringen. Mansons Loyalistenarmee im Keim ersticken, sonst wird die ISDF zerrissen. Von einer getrennten Familie kann man nichts Gutes erwarten, mein Sohn. Wir müssen dieses Feuer austreten. Okay, also kämpfe ich wohl gegen meine eigenen in dieser Mission. Cook, hier Manson. Wie ich höre, sind Sie der neue Major. Nun, ich gratuliere, aber ich kann nicht sagen, dass ich mich für Sie freue. Sie denken vielleicht, es sei ein Hauptgewinn, aber glauben Sie mir, Braddocks Schoßhund zu sein, ist nichts, worauf man stolz sein kann. Ich weiß, wie er ist, und ich weiß, was er Ihnen befehlen wird. Ich respektiere Sie, Soldat, aber ich warne Sie. Falls Sie angreifen, sind wir bereit zum Kampf. Wow, okay. Ich weiß, ich habe gezweifelt, aber es läuft alles auf Loyalität hinaus. Braddock ist noch immer der Kopf dieser Armee und ich muss dazu bereit sein, ihm in die Hölle zu folgen. Ich habe einen Schwur geleistet, als ich der ISDF beitrat, und ich weigere mich, meinen vorgesetzten Offizier wegen ein paar Verdächtigungen und Gerüchten zu hintergehen. Wenn man nicht erkennen kann, was richtig und was falsch ist, muss man einfach dorthin gehen, wohin man geschickt wird. Manson, hier spricht der General aller ISDF-Truppen. Sie und Ihre Truppen werden die Waffen niederlegen und den Besitz, den Sie ergriffen haben, übergeben. Sparen Sie sich das, General. Ich war auf Ihrer Seite, bis Sie beschlossen, dass meine Männer plötzlich entbehrlich seien. Nun gut, Mr. Okay. Major Cook, machen Sie sich auf den Weg zum... Wir hocken in einem Walker. Sehr cool. Trupp 2, suchen Sie die Umgebung nach weiteren Einheiten ab. Alter Schritt. Und ich habe auch einen Herbert irgendwo dabei. Herbert. Okay. Ich weiß nie, wann ich gerade auslaufe, weil ich auch immer diese Kopfbewegung mit dabei habe. Ist ein bisschen blöd bei den Walkern. Das heißt ein bisschen, das ist total doof. Aber jetzt gucken wir halt mal, dass wir wenigstens vernünftig schießen. Oh mein Gott. Bam, bam, bam. Und da geht's schon los. Und dann reparier mich gleich mal. Kommen schon die nächsten. Wie laufe ich jetzt geradeaus? Da geht's schon los. Jetzt. Ah. So. Repariere mich hier. Hier kann ich wenigstens schießen. Haha. Bam. Die sind schon ganz geil. 7 Schuss. Na komm. 8. Mein Gott, es dauert ja ewig. Dumm-di-dumm-di-dumm. Mit einem Schuss töten ist schon ganz cool. So. Ich möchte eigentlich nur geradeaus laufen. Na. Mit
Mit seinen kleinen Aufklärern kommt er natürlich nicht sehr weit. Da vorne ist ein Abwehrturm. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht in die Lava laufe. Major, die erweiterte Reichweite Ihrer Angriffspanzer sollte die Geschütztürme vor Ihnen erledigen. Aha. Halt. Alter, wo ist geradeaus? Das ist ja echt cool. So leicht kann man also Türme zerstören. Hier ist ungefähr geradeaus. Boah, das ist auch geil. Hohohoho. Alter! Der Laser ist ja cool. Dum, 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 dum. So, da vorne kommt einer runter. Ah, den treffe ich nicht. Wir haben übrigens gar keine Basis, fällt mir gerade auf. Sachen gibt's. Aber nur alles kaputt machen kann ich natürlich auch ganz gut. Also auch im Real Life und so. Hab ich ihn erwischt? Natürlich nicht. Komm, hau mal Schuss rein. Und meine zwei Begleiter, Fahrzeuge, die fahren halt mit. Die chillen halt eine Runde. Bam, 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 bam. Ist hier drüben. Da könnte ich den Berg hoch. Bringt mir das was? Vielleicht, aber ich habe ja die bessere Reichweite. Major, Sie sind knapp außerhalb des Meuterer-Camps. Eliminieren Sie den Geschützturm, der den Eingang bewacht. Und starten Sie Ihren Angriff, wenn Sie drinnen sind. Verschonen Sie niemanden. Ich will, dass alles zerstört wird. Das kann doch nicht sein, dass er sich nicht wehrt. So, Dele, Freundin, jetzt hast du erstmal keinen Strom mehr. Und ich keine Munition. Die Gegenwehr ist gleich null. Irgendwas ist hier faul. Da hinten steht noch eine Einheit. Den erreiche ich so nicht. Da steht auch einer. Okay. Macht ihr das mal? Wo sind Sie? Wir drehen uns schon mal. Wo sind Sie? Wo
ist denn jetzt wieder vorne bei mir? Okay, ich glaube, jetzt kriege ich gleich den dicken Gegenschlag. Lad mir mal noch einen Schuss auf. Alter Schritt. Wenigstens mal 6 Schuss. 5. Ich weiß nicht. Oh, was war das? Ja, Sir, ich registriere Einheiten, die sich vom Norden und Süden ernähren. Und zwar viele davon. Oh mein Gott. Geil. Schnell auf den Berg hoch. Unit lost. Fahrt zum NAV. Go to NAV. Ja, wenn es was bringt. Boah, darf ich jetzt den ganzen Scheiß zu Fuß laufen? Ehrlich? Ist nicht euer Ernst. Also ich gehe mal davon aus, wenn ich hier außen rumlaufe, dann kann er mich ja eigentlich nicht erwischen. So. Das war's dann mit Verbündeten. Jetzt sind wir nur noch ein Fußsoldat. Genial. Also dann. Auf. Weg hier. Da sind wir ja mal voll in die Falle gelaufen. Holy shit. Vielleicht können wir einen raus snipern und noch ein bisschen kämpfen. Vielleicht können wir ja aber auch hier. Und ich bin außerhalb der Karte, merke ich gerade. Oh mein Gott. Wir müssen hier runter. Kommen wir hier hoch? Wir haben noch ein Jetpack. Okay. Wir haben noch ein Jetpack. Das war's mit dem Jetpack. Meter. Leute, ich glaube, das könnte noch was werden. Krass. Ich kann mich nicht an diese Mission erinnern. War ich überhaupt jemals so weit in Battlezone? Ich weiß es nicht. Okay, wir können eventuell direkt auf dem NAV landen. Wenn ich dann natürlich angegriffen werde auf dem NAV, dann habe ich ein Problem. Schweben wir mal drüber. Hier, ich bin da. Und jetzt? Und jetzt? Hallo? Ne? Rebellische Einheit und singen sie, versuchen sie sie abzuwehren. Hab ich doch. Muss ich vielleicht woanders hinlaufen? Alter. Schon wieder ein Bug? Da muss ich da hinten rein. Dumm, die dumm. Okay. Auf
Offensichtlich nicht. Jetpack haben wir auch keinen mehr. Kacke. Hier hinten. Was ist denn hier hinten? Gar nichts. Oh Mann, und jetzt? La 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 la. Dann brauche ich wohl ein Fahrzeug. Dann muss ich mir wohl irgendwie eins holen. Let's go. Und wenn ich von hier jetzt einfach hinlaufe. Komm schon. Ultra. Das finde ich jetzt gar nicht mal so geil. Da. Dann laufen wir halt wieder zurück. Vielleicht spule ich hier im Nachgang noch ein bisschen vor, weil das schon ein bisschen... Tja, jetzt laufen wir auf dem Planeten rum. Dumm-di-dumm. Ich hätte wahrscheinlich weiterkommen müssen, damit noch irgendeine Quicktime-Sequenz ausgelöst wird. Sagt man da eigentlich Quicktime? Oh, da ist irgendwas. Assault Tank. Schauen wir mal. Da steht ja nur rum. Wo ist dein Cockpit? Kuckuck. Boah, ich bin so tot. Hat der kein Cockpit? Oder ist es der kleine Punkt hier? Nein! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin so tot. Was mache ich jetzt? Weg! Der muss doch irgendwo ein Cockpit haben. Alter Schwede. Okay, okay. Dann töt mich doch! Okay, so macht man es also nicht. Und wir starten aber gleich nochmal. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht so schwer sein. Los. Los.